darum, dass wir heute den ganzen Tag Tränke in einer Farbe trinken. Ja. Guck mal sein Gesicht an. Claudia ist not amused. Das ist so ekelhaft, Mann. Oh nein. Ich dachte wirklich nicht, dass das so schlimm ist. Oh mein Gott. Okay, das ist halt wirklich einfach nur ekelhaft. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen auf dem Spielwiele-Kanal. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder mit einer erneuten Challenge. Ja. Diesmal keine Food-Challenge, sondern es ist eine Trink-Challenge. Und genau. Es geht darum, dass wir heute den ganzen Tag Getränke in einer Farbe trinken. Wir beide haben uns gestern bereits abgesprochen und haben festgelegt, dass ich die Farbe blau. Was haben blau. Wir? Blau. Du hast blau. Ich habe blau. Du hast rot. Ich habe rot. Seine Lieblingsfarbe. Ja, und ich sehe tatsächlich auch schon. Du hast was Rotes für mich ausgesucht. Für den genau. Morgen. Wir haben uns gegenseitig was ausgesucht und ich dachte, ich tue dir mal einen Gefallen, weil ich weiß, du liebst Energy und morgen noch bin ich nett und ja. Claudio trinkt morgens Energy. Ja. Ich habe hier so einen Wassermelonen-Energy-Drink. Weißt du was? Das kommt jetzt, also Freunde, ihr werdet denken, das ist abgesprochen, aber nein, es ist nicht abgesprochen. Schaut mal, du hast mir ein Energy zum Morgen gegeben. Ich dachte mir so, komm, ich bin auch so großzügig und habe was mitgebracht in meiner Hosentasche. Nein. Einen blauen Heidelbeer-Energy müsste das sein. Oh mein Gott. Heidelbeer. Ja. Ach ja, du magst keine Energy. Nee, also Energy an sich finde ich mega ekelig mit Geschmack. Die sind okay, wenn die nicht mehr nach Energy schmecken. Ja, das schmeckt gar nicht nach Energy. Das heißt, ihr erlebt für den Morgen Gott. Auch für dich den Energy. Ich Danke. Hoffe, du bist müde, weil dadurch bist du jetzt wach. Das hilft mir. Und Leute, ich glaube, wenn ich diesen Energy-Drink hier wirklich austrinken sollte, dann gehe ich hier hinterher ab wie Schmitz Katz. Ja. Das kann ja ein toller Tag werden. Die Challenge bleibt so, wir beide besorgen uns oder haben uns schon Getränke besorgt, die halt blau oder rot sind. Ja. Und wir servieren uns die gegenseitig den Tag über. Genau, wir haben sie noch gegenseitig versteckt. Meine sind in meinem Studio, deine in deinem. Und ja, und wir müssen die trinken. Ja, wir müssen die trinken. Jedenfalls probieren. Ich weiß nicht, ob ich das austrinken kann. So, vielen Dank. Damit kann der Tag gut starten. Ich würde sagen, ich gehe jetzt los. Ja, bis später. Ich bin gespannt, was es noch so gibt. Freunde. Ich muss mit euch reden. Ihr sitzt draußen schon. Es ist richtig warm. Und so ein kühles Energy tut halt ganz gut. Freunde, Energy sind nicht gut. Informiert euch darüber. Deshalb, Energies nicht trinken. Also ist meine persönliche Empfehlung. Ich habe auch mit dem Konsum sehr, sehr reduziert. Also ich trinke auch nicht mehr so viel Energy. Das ist jetzt, glaube ich, mein erster Energy wieder nach 2 Wochen. So. Also ich trinke wirklich maximal in 2 Wochen nur noch ein Energy. Ist einfach besser. So. Ich habe mich echt schwer getan, bei den blauen Getränken Sachen zu finden. Und ich sehe auch gerade, ich zeig's euch mal, Ellie liebt ja Smoothies. Ich weiß das ja, Smoothies. Und der heißt Blauer Lenzer. Gestern im Kühlregal sah der noch blau aus, aber jetzt ist er irgendwie grün. Ich glaube, eigentlich zählt das nicht mehr, aber der heißt halt Blauer Lenzer. Und der war gestern wirklich im Kühlregal mit dem Licht, mit dem weißen Licht, sah der halt blau aus. Mann, ich dachte mir, komm, bist du nett und gönnst mal Ellie mal zur Abwechslung was Gutes, weil ich habe sie die letzten Wochen oder letzten Monate eher gesagt, ziemlich hart geprankt. Und sie dachte mir, bist du mal so lieb. Aber wisst ihr was? Sie hat eben Pech gehabt. So, ich gönne mir jetzt erstmal mein Energy und vielleicht bin ich dann gleich wach. So, also hier sitze ich jetzt nun am frühen Morgen mit einem Energy Drink. Leute, also ich wende jetzt hier zum Claudio. Also ich mag diesen typischen Energy-Geschmack gar nicht. Ich finde den wirklich grausam und ich mag absolut kein Energy. Und es gibt einen, diesen gelben, den mag ich tatsächlich sogar ganz gerne. Aber ich mag es nur, wenn dieser Geschmack von Energy-Drinks überdeckt wird durch diesen Fruchtgeschmack. Und ich probiere jetzt mal dieses Heidelbeer-Getränk. Aber es riecht, okay, also es riecht gar nicht nach Energy, aber es riecht sehr einfach nur süß und nach Zucker. Das, also sowas gleich am Morgen auf dem nüchternen Magen ist jetzt nicht ganz so geil, aber okay. I will try. Cheers. Okay. Ja. Okay, krass. Also, es schmeckt tatsächlich gut. Es ist wirklich sehr lecker, denn es schmeckt nicht nach Energy, es schmeckt total nach Heidelbeere. Man kann es tatsächlich trinken. Es schmeckt eigentlich wie so eine Limonade. Nur, ja, Energy hat mega viel Zucker, ist jetzt nicht ganz so gut. Aber naja, ich muss es ja nicht austrinken. Wenn Claudio kommt, ich habe den Beweis, die Hälfte wird dann schon leer sein im Laufe des Tages. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ich noch für Getränke bekomme, vor allem bei Blau. Also bei Rot war es eigentlich recht einfach, was zu finden und für Claudio jetzt und bei Blau. Aber ich zeige euch mal ein Beispiel noch, was ich für Claudio habe, was ihn noch erwarten wird heute. Etwas, was er bestimmt nicht ganz so lecker findet, und zwar dieses hier, Leute. Hier steht drauf, feldfrisches Gemüse, 100% Direktsaft. Möhrensaft, rote Beete,
Zitronensaft und irgendwas Selleriesaft. Ich meine, Sellerie kommt doch so in so Eintöpfe und das in so ein Getränk. Klingt jetzt nicht so gut, aber ich bin sehr gespannt, was Claudio davon hält. Und ja, kann man doch mal ruhig zum Frühstück trinken. So, ich glaube, Claudio ist jetzt fertig mit seinem Video. Der hat noch ein Video aufgenommen. Und jetzt störe ich mal und... Was heißt stören? Das ist total lieb. Ich bringe ihn hier mal feldfrisches Gemüse. Oh. Ja? Hallo. Hey. Hallihallo. Na? Na? Fertig mit Video aufnehmen? Ja, jetzt gerade. Ich wollte jetzt gleich noch eins machen. Stumblegeist. Ja, aber ich bringe dir... Kennst du Stumblegeist? Nee. Das ist, kennst du Fall Guys? Ich wollte sagen, das sieht doch genauso aus. Ja, das ist so fake von Fall Guys. Lol. Ja, genau. Boah, ich würde gerne mitspielen, das sieht cool aus. Das ist richtig cool. Ja, Aber vorher, es gibt eine Verstärkung für dich. Lies doch mal, was da so Schönes drin ist. Es ist sehr gesund, Claudio. Ich möchte nur das Beste für dich. Reich an Vitamin A, feldfrisches Gemüsesaft. Und schau mal, was für ein Gemüse da so alles drin ist. Rote Beete-Saft, Selleriesaft. Vor allem Sellerie. Möhrensaft, Zitronensaft. Ey, es geht schon los, ich muss spielen. Ey, ja, aber es gibt Besseres, oder? Ja, es vor allem Sellerie, das ist doch in so Eintöpfen drin. Das ist da drin, in diesem also ja. Das ist sehr gesund. Kannst du nicht das Spiel mal auf Pause machen? Ja, ich würde gerne sehen. Ich würde gerne sehen, muss schütteln? Wie du hier einmal... Ja, schüttel mal, damit die Vitamine da ordentlich durchgeschickert werden. Wegen dir bin ich jetzt raus, Zollbrettstich. Ja, Pech. Es ist jetzt erst eliminiert, Runde vorbei. Lol. Ey, was hast du mir da gebracht? Ja. Yeah. Man sieht schon den Karottensaft. Schau mal. Hm. Ja, da ist ja auch Karottensaft drin. Ja. Guck mal, das ist. Darf ich mal riechen? Oh, oh mein Gott, Leute. Ich wünsche mir gerade nichts mehr auf dieser Welt, dass ihr das jetzt riechen könntet. Das riecht einfach nur nach Karotten, nach Eintopf. Es riecht nach Eintopf, sowas, was es sonntags bei Omi gibt. Nichts gegen Eintöpfe, lecker, aber so als Getränk. Guck mal sein Gesicht an. Claudio ist not amused. Es ist 11.04 Uhr. 11 Uhr 4. Wir haben es 11 Bitte Uhr 4. Bitte probier das. Ich kann nicht. Ein Sip. Okay, das ist echt ein bisschen das... Ich dachte halt nicht, dass das so ekelig riecht. Oh mein Gott. Es gibt Leute, die das freiwillig trinken. Oh nein. Ich dachte wirklich nicht, dass das so schlimm ist. Oh mein Gott. Oh oh, ich glaube, das gibt Rache, ich habe jetzt schon Angst. Guck mal. Vor allem, Freunde, ich habe heute gesagt, komm, ich habe Ellie die letzten Monate so immer geprankt und ich war immer so gemein. Wolltest du nett sein? Ja. Okay, ich glaube, ich habe Angst vor der Rache. Oh, das ist ganz schlimm, ne? Ich meine das ernst, ne? Also, ja, das sieht halt auch richtig ekelig also, aus. Also nichts gegen die Leute, die das trinken, also wirklich, ne? Jeder trinkt, was ihr wollt. Ja, trinkt, was ihr wollt, aber... Das ist nichts für mich. Nee. Ich kann das auch nicht. Also, ehrlich, mir wird auch, glaube ich, schlecht, wenn ich das. Ja, du musst das nicht austrinken. Ich habe meinen Energy auch nicht ausgetrunken, sage ich ehrlich. Weil ich pack das nicht. Du musst es nicht austrinken. Boah, du hast der es Geschmack probiert. Bleibt im Mund. So, du darfst halt nichts anderes trinken. Du hast bis jetzt das Energy, das ist ja schon leer. Ja. So, und du hast jetzt diesen Gemüsesaft. Du darfst kein Wasser trinken, das weißt du. Ich habe es natürlich nicht getrunken, aber das liegt das hier. Das bleibt das schön. Nee, also wir dürfen nochmal hier, um das klarzustellen, nur die Sachen trinken, die es heute gibt. Ich habe mein Energy nicht ausgetrunken. Pech gehabt, wenn ich jetzt Durst habe. Pech gehabt. Ich muss jetzt warten, bis das nächste Getränk von Claudio kommt. In der Hoffnung, dass das noch lange nicht so schlimm ist wie dieser ekelige Saft. Ja, weißt du was? Komm, geh mal rüber. Ich bring dir dein Getränk. Komm, geh mal rüber. Ich bring dir dein Getränk. Bis gleich. Ja. Das war mal ein voller Erfolg. Hat wirklich mega ekelig gerochen. Ich habe, wie gesagt, noch mein Energy. Und da ist er schon. Okay, das ging sehr schnell. Ja, ich dachte nicht, dass er so schnell kommt. Das Problem ist. Ich kann meinen Mund ja nicht ausspülen. Das heißt, ich habe den Geschmack noch im Mund. Tut mir leid. Weißt du was? Ich weiß ja, du bist ja kein Morgenmuffel, aber du willst auch kein Zucker. Doch, bin ich. Du bist Morgenmuffel, ja. Aber du brauchst keinen Zucker am Morgen, das weiß ich. Digga, ernsthaft? Ja. Und ich weiß, dass du keinen Zucker willst am Morgen. Deswegen, weißt du was? Mach eine Fanta. Eine Fanta, danke. Also ehrlich, wenn du genug von deinem Energy hast, der übrigens noch fast voll ist. Ja, ist er auch. Ich pack das nicht. Dann nimm noch zuckerreiches Fanta-Getränk. Danke. Ja. Also, das wird jetzt darauf, ich stelle das mal hier dazu, das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass ich jetzt erstmal nichts trinke. Die Fanta bockt bestimmt, danke. Ja. Also, Erfrischung. Aber das kann ich jetzt nicht trinken. Ja, ist zu früh. Ich muss erstmal was essen. Also, die werde ich spätestens zum Mittag dann nehmen. Und das heißt, bis dahin darf ich jetzt nichts trinken und werde mich an meinem kleinen, ja, an meinem Energy noch hier so. Ganz toll. Aber für mich heißt es ja dasselbe, weil ich habe ja nichts mehr jetzt. Nee, du hast doch diesen ekligen Saft. Da fragt man sich schon wieder, warum lässt man sich auf so eine Challenge ein, richtig? Ich weiß ganz ehrlich. Bis später. So, ich bin jetzt hier unten und ich habe mir sagen lassen, dass Claudio hier bei Donny unten ist und ich habe vorbereitet. Ich stelle das mal kurz ab, damit die das noch nicht sehen. Hi. Hallo. Ich sehe die Kamera schon. Hi, ja, das ist nicht schlimm. Hey, guten Tag. Guten ja. Tag. Dann hätte ich sie auch schön. Wir reden gerade. Aha. Worüber redet ihr? Ach, dies, das und die Welt. Dies, das, Ananas.
Okay. Nichts anderes, genau. Ich bin vorbereitet. Ja, ich auch. Wir haben ja Mittagspause und ich bin vorbereitet. Du hast Donny wahrscheinlich schon vorgewarnt. Ich habe was mitgebracht. Ich habe auch was mitgebracht, das zeige ich dir noch nicht, aber ja, was hast du denn mitgebracht? Willst du die Kamera halten? Ja, ich halte die Kamera kurz, gerne. Donny, wir haben heute die 24 Stunden One Color Drinking Challenge. Okay. Ja, ich habe natürlich extra, weil ich sehr nett bin, habe ich zwei Becher für dich auch, weil du möchtest bestimmt auch probieren. Auf jeden Fall. Und es gibt Blutorange direkt gepresst. Ja, immer, das geht ja noch. Frisch gepresst, also frisch da sagt man zu Blutorange noch nicht nein, oder? Donny, ich hatte eben was ganz, ganz Schlimmes. Ich hatte irgendwie denn? So Karottensaft mit Sellerie, mit ganz, ganz vielen Sachen. Das ist ja doch harmlos. Ich dachte so ein bisschen... Reicht, ich will nicht zu viel. So. Du müsst bestimmt auch probieren, ne? Aber, nee, das geht tatsächlich. Nee, ich enthalte mich. Ich enthalte mich. Kannst du auch ruhig voll machen. Also ja, machst du das wirklich? Ja, safe. Ja, da traut sich einer was hier. Also Blutorange ist schön mit Vitamin C, ist gesund. Ich hab das noch nicht probiert. Das schmeckt ja gar nicht. Was? Was ist das denn für... Was wie war das mit vollmachen? Schmeckt nicht. Was hast du denn da reingemacht? Ist das Blutorange? Ja. Schmeckt das nicht hier, Leute. Schmeckt nicht? Wie war das aber mit mach ruhig voll? Ja, also ich warte mal, ich stelle das mal ab. So, hier, Ali. Ich glaube, die möchte auch probieren. So, wie findest du das? Ich bin sehr gespannt. Also schlimmer als das andere kann es ja nicht sein, ne? Boah, das schmeckt echt gar nicht. Ne? Nee, das ist richtig bitter. Ja, da muss Donny mal diesen... Das ist richtig bitter. Probieren, das eklige Zeug. Boah, das ist richtig bitter. Aber, ey, guck mal, ganz ehrlich, Donny, guck mal, es gibt jetzt was Bitteres. Und guck mal, was ich dabei habe. Du hast sogar eine Auswahl zwischen Powerade und was ist das hier? Gibt es auch heute mal Getränke ohne Zucker? Das ist so ekelhaft, ja. Mann. Was soll das? So, sag mal ehrlich, guck mal. Ja, also das ist wirklich nett, aber ich finde das hier. Leute, kennt ihr das noch aus der Kindheit früher? So, wenn man 5, 6 ist, dann zum Supermarkt läuft und dann denkst du, oh, einmal aufmachen, dann... Ich habe das letztens vor kurzem wieder probiert, ich hatte mega Bauchschmerzen. Ging's, glaube ich, gar nicht danach, ne? Ich habe eine probiert. Das wundert mich halt gar nicht. Guck mal, wie nett ich bin, ich lasse dir sogar die Auswahl. Also ich finde, Leute, für was würdet ihr euch entscheiden? Für Zucker oder für Zucker? Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, danke. Abstand vielleicht. Oh so. Mein Gott, ist das dein Ernst jetzt gerade? Was für Abstand, Mann? Dir geht's gar nicht gut. Also ich hätte mich safe dafür entschieden. Auch wenn es Bauchschmerzen verursacht. Ja, safe, das komm, ist Kindheit. Probier mal. Hallo, das nein. Ist Kindheit, aber probier mal, Ellie. Ist tonisch, Kalorien. Ist da wirklich Vitamin? Was ist das eigentlich? Ellie, probier es, komm. Ein toxisches Getränk. Nein, Mann. Ich würde das probieren an deiner Stelle. Komm, wie nett ich bin. Ich gebe zwei Getränke, du gibst mir nur eins. Ich pack das wirklich nicht. Und vor allem, du hast die Auswahl zwischen lecker und noch lecker. Ich nehme das mit, ich trinke das gleich oben. Ich lasse euch das hier, diesen Blutorange. Ja, danke, genau, danke. Ja, zwei Getränke, aber... Dann kriegst du eigentlich auch noch ein Getränk von mir, damit das fair ist, oder? Ja, okay, hier, Kamera, komm. Dann ich bring dir auch noch ein Getränk, weil wenn du schon mal so nett bist... Ich verbringe noch die Zeit hier, dann sehen wir uns gleich. Okay, bis gleich. Ja, ich bringe noch ein bisschen Vitamin C. Bitte. Ja, cheers. Leute, ich bin jetzt hier in der Küche. Kleine Vorwarnung, jetzt wird's etwas ehrenlos. Claudio gibt mir die ganze Zeit irgendwelche ekligen Zuckergetränke, die ich definitiv nicht mag. Und ich habe so Durst und ich habe wirklich keinen Bock... Ihr müsst wissen, ich trinke den ganzen Tag eigentlich nur Leitungswasser und ich packe das nicht, diese ganzen Zuckergetränke hier zu trinken. Und da habe ich mir gedacht, es ist Zeit für eine ehrenlose Aktion und ich zeige euch jetzt mal, was ich vorhab. So, also ich habe schon mal ein Glas hier und Ketchup. So, Ketchup ist ja auch rot, hahaha, wow. Wartet, ich versuche das mal aufzubekommen mit einer Hand. So. Okay, das ist halt wirklich... Einfach nur ekelhaft. Das Ganze mische ich jetzt mal mit ein bisschen Wasser. So. Sieht wirklich nicht lecker aus. Und jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen rühren. Das ist wirklich ekelhaft und ehrenlos. Schaut mal, Leute. Was das für ein ekelhaftes Getränk ist. Also im Prinzip Tomatensaft. Manche geben dafür viel Geld aus. Manche trinken das gerne. Also Tomatensaft gibt es ja auch immer im Flugzeug. So. Vielleicht mag er das ja. So, das werde ich ihn jetzt mal gleich sofort servieren. So, und bin sehr gespannt, was er davon hält. So, Claudio. I got something for you. Ja. Ich habe doch hier schon Blutorange. Ja, bitteschön. Ich weiß, du hast das schon, aber kannst du erstmal dran schnuppern. Mal. Diesmal ist es keine Blutorange. Es ist was Besseres. Ich kann das nicht zuordnen. Was Besseres als Blutorange? Gibt es das? Ich kenne den Geruch, aber ich kann es gar nicht zuordnen. Nee? Das ist ja komisch, ja. Irgendwie kennt man den, ne? Aber jetzt so direkt zuordnen? Vielleicht denkt man ans Flugzeug, was es da immer so gibt. Flugzeug? Ja, hier, Tomatensaft. Ja. Was mit Tomatensaft jetzt reingemacht? Mhm. Gemüsesaft ist Tomatensaft. Ist das ernst? Mhm. Macht man aber im Flugzeug nicht noch so Salz und Pfeffer rein?
Ja, stimmt. Der ist ein bisschen dickflüssiger im Flugzeug, glaube ich, als der. Hä? Trinkt man das wirklich im Flugzeug? Das wusste ich nicht. Das kann ich doch. Wegen dem Luftdruck. Das schmeckt ganz anders. Wie wegen dem Luftdruck? Ja, weil du hast ja einen unterschiedlichen Luftdruck im Flugzeug. Und wenn du dann fliegst, dann schmeckt der Tomatensaft ganz anders. Wirklich? Das ist wirklich so. Ja, das ist wirklich so. Was? Das wusste ich gar nicht. Ehrlich jetzt? Das schmeckt ja alles anders. Ehrlich, ich kann das nicht trinken. Nicht? Sicher? Wenn du das nicht trinkst, hast du bist auf. Oh, ich will nicht aufgeben. Würdest du dich trauen? Ja, das ist Tomatensaft. Boah, nee, ich trinke das nicht. Ich kriege heute noch Bauchschmerzen. Ich hab Gemüsebrühe schon getrunken. Ja, rote Beete-Saft oder... Brühe vor allem. Nee, was war das mit dem roter... Blutorange Getränk? Blutorange, ja. Dann noch das. Nee, ich hab, er hat das nicht auch. Ich schaff das nicht. Sicher? Nee, soll sorry. Ich jetzt sagen, was es ist? Das ist Ketchup. Ich hab Ketchup reingemacht und mit Wasser gemischt. Oh, was? Ehrenlos. Ja, oder? Ich hab ja gesagt, ehrenlos. Stimmt, das riecht nach Ketchup. Boah, jetzt, wo man sagt. Ja, riech mal. Ja. Deshalb dachte ich mir immer so. Ja, ich habe schon so Tomatensaft, wäre schon krass. Boah, ich hab jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, dass das getrunken hätte. Boah, okay, krass. Also, okay, Claudio gibt auf, er trinkt das nicht. Leute, ich hab die Challenge gewonnen, Claudio. Schau mal hier noch. Na? Schau mal hier. Okay, Leute, ich habe gewonnen. Claudio gibt auf. Ja, ne? Pech gehabt. Es gibt jetzt einen Sieger, das bin ich. Und cool. Ich habe ja, hab ja das Powerade und dieses eklige Blau auch nicht getrunken. Das heißt, ich habe eigentlich... ich gebe das jetzt zu, aber du hast verloren. Ich habe gewonnen. Leute, ich bin darum rumgekommen. Ich musste dieses eklige Zuckergetränk nicht trinken. Schreibt mal in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Oder ob das jetzt gemein von mir war. Aber nein, war es nicht. Und Leute, schreibt auch gerne rein, ob ihr diese ekligen Zuckergetränke getrunken hättet. Ob ihr die mögt, weil ich finde es eklig. Und schreibt mal rein, ob ich das Ganze vielleicht demnächst mit Donny machen soll. Dann kann ich einen Tag mal entscheiden, was Donny so trinkt. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, gerne Daumen nach oben lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.